Fast täglich erreichen uns neue Meldungen über mysteriöses Vogelsterben. Hunderttausend Tonnen Brot werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. Ganz Niedersachsen könnte damit versorgt werden. Tote Bienen, so viele wie noch nie. Und das Sterben geht weiter. Dr. Stefan Berg steht vor einem Rätsel. Die Zahlen sind alarmierend.
Argentinien und Brasilien verloren bereits ein Drittel der Bienenvölker. Europa in den letzten Jahrzehnten rund die Hälfte. In Nordamerika, China und Indien sind es durchschnittlich 70%. Im Mittleren Osten und Japan verschwanden bis zu 85%. In Deutschland sind rund 80% der Nutzpflanzen auf Bienenbestäubung angewiesen. Sind das die Vorboten dramatischer Veränderungen? Das Szenario einer Natur ganz ohne Honigbienen ist beängstigend. Gelbe Rapsfelder würden ebenso verschwinden wie blühende Obst- und Gemüsegärten oder Kartoffeläcker. Von den 50 wichtigsten Nutzpflanzen in Deutschland wären rund 30 direkt vom Bienensterben betroffen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf eine dramatische Veränderung auf diesem Planeten zugehen. Alles, was wir beobachten können, deutet darauf hin. Klimawandel, Überbevölkerung, Nahrungsmittelverknappung, alles entwickelt sich irgendwo exponentiell. Man weiß eine Exponentialfunktion, die steigen immer mehr zu, bis es schließlich so steil wird, dass das System sich selber sprengt. Roar, roar, roar.